Hallo ihr Lieben, hier ist Martina von Maya Herzensmagie und ich möchte euch heute mit einem der heiligsten Zeichen des Maya-Kalenders in Verbindung bringen. Es ist das Zeichen Khan, die Schlange, und es steht für unsere Kundalini, für die Energie, für das innere Feuer, das uns durchglüht, für die dreifache Flamme unseres Körpers, unseres Herzens und unseres Geistes. Es ist die höchste Frequenz des Lichts, das in uns wirkt, die aufsteigende Kundalini, die alles fruchtbar werden lässt, die das Leben schenkt, die uns zu Schöpfern macht. Ja, wir sind der Baum des Lebens und die Kundalini entrollt sich von unten, von unserem Basischakra nach oben zur Krone, wo wir uns öffnen, dem höchsten Christusbewusstsein. Und wir wissen ja, was so in der Geschichte mit der Schlange und dem Baum der Erkenntnis geschehen ist. Die Schlange, die Verführerin, der Baum der Erkenntnis, von dem nicht gegessen werden durfte. Ja, und wer war's, der in Kontakt gekommen ist mit der Schlange? Die Frau. Und so ist dieses Zeichen Khan, die Schlange, auch sehr mit der Weiblichkeit verbunden, mit der weiblichen Schöpferkraft, mit dem Wissen um die Heiligkeit allen Lebens, um das ständige Schwingen und Pulsieren in uns. Und damit können wir uns jetzt in dieser Zeit, in dieser Welle, die gestern begonnen hat, am 12. Mai, auch am Tag der Himmelfahrt, ganz besonders verbinden. Wir können uns mit dem Element Feuer verbinden, uns bewusst machen, dass wir selber leuchtende Flammen sind. Die leuchten jetzt im großen Netz der Gemeinschaft. Du kannst dir also als Zeichen und Verbindung eine rote Kerze wählen, die du täglich entzündest. Darum bittest, dass dein inneres Feuer entfacht wird, dass dein Körper durchglüht ist, dass du gereinigt wirst von allem, was noch an Dichte und Schwere ist. Beim Zeichen Schlange geht es natürlich auch um unsere Sinnlichkeit, um die Sexualität. Wir können darum bitten, dass alles gereinigt wird, was jemals an Missbrauch stattgefunden hat. Dass alles gereinigt wird, die Sexualität wieder in ihrer Heiligkeit gefeiert und gelebt wird. Du kannst das Feuer in dein Herz lenken, darum bitten, dass es sich weitet und erstrahlt in höchstem Licht. Und du kannst es weiterlenken in deine Kehle, sodass du frei, mutig dich ausdrücken kannst, inspirierende Worte sprichst. Und du kannst es weiterlenken in dein Stirnchakra, wo dein drittes Auge sich öffnet, um zu sehen. Und es geht weiter, es lodert weiter in dein Kronenchakra, deine Krone, die sich öffnet, wie die Krone deines Lebensbaums. So bist du genährt. Von den Wurzeln steigt das Feuer der Erde auf. Von der Krone steigt das Feuer des Himmels herab. Und beides verbindet sich in dir.
auf- und absteigend, in allen Frequenzen von der allerhöchsten bis zur allertiefsten in der Erde. Und so bist du ganz, so sind wir ganz als leuchtende Flammen. Du kannst also mit der Kerze arbeiten. Du kannst mit Klangfrequenzen arbeiten, dir schöne Klänge wählen, die dich beleben oder die dich auch beruhigen. Das Zeichen Kahn, die Schlange, steht auch für unser Nervensystem. Und das ist ja zurzeit ganz schön beansprucht. Also kannst du auch hier mit Frequenzen wirken. Mit Farben vielleicht auch, die dich beruhigen. Mit Düften ganz besonders. Düfte wirken ja unmittelbar. Wenn du also Beruhigung brauchst, vielleicht Lavendel oder Minze zur Erfrischung, zur Klärung. Lass dir einfach Impulse schenken, alles, was dir gut tut, was dich belebt. Und in der Natur sehen wir, was die Feuerskraft bewirkt, alles, was jetzt erblüht und aufblüht, ist ja genährt vom Feuer, von der Lichtkraft. Und jeder blühende Baum hält jetzt auch höchste Energie für uns bereit. In dieser Energie kannst du baden, kannst dich damit verbinden. Wenn du dein Herz öffnest und jedem Baum und jeder Blume deine Liebe schenkst. Das Zeichen Schlange steht auch noch mit unserer vollständigen Aktivierung unserer DNA in Verbindung. Die Maya wussten, dass unsere DNA manipuliert wurde und haben uns mit dem Zeichen Schlange, das sie in ihrer großen Weisheit erkannt haben, mit diesem Licht aus der höchsten Quelle eine Kraft geschenkt, die jetzt unsere vollständige DNA wieder ins Leben ruft, wieder aktiviert. So erinnern wir uns, dass wir Schöpferinnen und Schöpfer sind. Und so steht diese aufsteigende Schlange auch für die gefiederte Schlange, das Erwachen unserer höchsten Weisheit und unseres höchsten Bewusstseins. So wünsche ich uns allen jetzt, dass unser heiliges Feuer lodert, dass jede und jeder an seinem Platz leuchtet, dass wir uns immer bewusst sind, dass wir leuchtende Fackeln sind, die das gemeinsame Netz in Schwingung halten, in Schwingung bringen, die heile Matrix. Wir können jetzt all unser heiliges Feuer gebrauchen in dieser Zeit. Seien wir uns also bewusst, lassen wir uns stärken. So rufe ich dich jetzt, heilige Kraft von Kahn, große Schlange, Regenbogenschlange, erhebe dich in mir, erhebe dich in jedem kosmischen Menschen, der diese Botschaft jetzt hört. Möge das Licht leuchten, möge alles, was noch an Schwere und Dichte ist, durchlichtet sein, durchleuchtet sein zur höchsten Frequenz. Sei mit uns, göttliches Feuer. So sei es, so ist es. Danke.
Ich wünsche euch, uns von Herzen viel, viel Segen für diese so besondere und kraftvolle Zeit. Mögen wir alle voll Mut und Vertrauen weiterschreiten im höchsten Bewusstsein unseres Ich Bin. Alles Liebe, Martina.